Regensburg hat jede Menge Sehenswürdigkeiten und das schon seit 2000 Jahren. Doch das neue Museum ist nicht nur eine besondere Attraktion, sondern auch eine umweltschonende. Richtig gut war, dass das Gebäude so nachhaltig ist, dass wir keine fossilen Brennstoffe brauchen, sondern quasi die Energie aus dem Abwasser, Kanalisation rausholen. Und richtig gut ist auch, dass der Lieblingskini vieler Bayern im Museum eine umfangreiche Erinnerungsstätte gefunden hat. Natürlich nicht allein, sondern zusammen mit seiner Lieblingscousine Sissi. Die waren seelenverwandt, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Die sind sich auch sehr nahe gestanden. Die haben beide geschwärmt für Musik, für Kultur und so weiter. Und von daher haben sie die beiden ja, blendend verstanden. Auch in Regensburg erfährt man nicht, wie der König letztlich zu Tode kam. Aber immerhin weiß man heute, wann Ludwig ins Wasser gegangen ist. Ludwig II., da ist seine Uhr, die er dabei gehabt hat, wie er im Starnberger See ums Leben gekommen ist, Gegenstand, möchte fast sagen, von Pilgerströmen, die sie regelmäßig dazu einstellen. Regelmäßige Sonderausstellungen sind Teil des Programms, wie diese über die Wirtshauskultur Bayerns. Der Mensch, der keine Stammtischerfahrung hat, hat vom Leben fast nichts gelernt. Da fehlt ihm was, er fehlt ihm ein wirklicher Hintergrund. Auch der Blödsinn, auch das hat eine Kraft. Die Wirtschaften waren eben auch eine Art Theater. Vom FC Bayern bis zum Tante-Emma-Laden. Das Museum der Bayerischen Geschichte zeigt, was Bayern bewegt und bewegt hat. Die Automobilschau kommt also sehr gut an. Dann sind natürlich unsere diversen Spielmöglichkeiten, dass man sie als König vergleichen kann, aber als napoleonischer Soldat mit 30 Kilo Marschgepäck. Und auch die Geschichte des bayerischen Sports und seiner pfundigen Helden nimmt einen gewichtigen Teil in der Dauerausstellung ein. Das Augenzwinkern, das hier schon oft drinsteckt, wenn man das Augenzwinkern erkennt und dass dann halt ein paar dann drüber schimpfen, das ist auch nur ermutigend. Ermutigend ist auch, dass das Museum schon nach 5 Jahren so zu Regensburg gehört, als wär's schon 50 Jahre da.